Ja, der frühere Innenminister Österreichs, Kickl, hat einen Großangriff auf den Kanzler Kurz gefahren im Parlament. Also hat ihn regelrecht zur Sau gemacht, weil er eben sagt, ja, Schweden hat doch bewiesen, dass es sich gar nicht um ein Killer-Virus handelt. Wo sind denn die Hunderttausenden Toten in Schweden, ja, die sie uns gemalt haben als Drohszenario und so weiter? Ja, und der fehlende Part von RT Deutsch titelt zu Tode therapiert. Ich hasse es leider immer wieder recht zu haben. Ich habe damals schon gesagt, bei der Irrtumsbelastetheit unserer heutigen Medizin kann es durchaus vorkommen, dass die Beatmung alleine tötet, ja, zu Tode therapieren. Und die berichten also, ja, das heißt genau das, was ich gefürchtet habe, nämlich dass einfach zu früh bei Leuten, die noch gar nicht unbedingt Beatmung bräuchten, zu früh sicherheitshalber die Beatmung gemacht wird und dadurch wird anstatt 2 Tage lang, werden 2 Wochen lang, wird da quasi Sauerstoffdruck auf die Lungen gemacht. Das schädigt die Lungenbläschen extra und zusätzlich und das alleine kann töten und dann kommen noch die zu hoch dosierten Medikamente, die Übertherapie rein, die ja auch Dr. Köhnlein schon befürchtet hatte und so weiter. Und dann kommt es eben durch das Handeln der Medizin zur Überther zu, zum, zum, zu Tode therapieren. Also genau das, was ich befürchtet habe. Und die Begründung dafür ist ja immer die gleiche, dass es gar nicht anders sein kann. Die Medizin muss ein Irrtumsgebäude sein, weil die Evolution nichts anderes zulässt. Seitdem die vom Chefideologen Dr. Markus Krall total verherrlichte freie Marktwirtschaft erfunden war, musste die Evolution genau so verlaufen, wie sie ist, nämlich hier. Der erste Früharzt sagt, ja, ich finde es ganz toll, dass ihr alle so toll in Kommunen lebt, so kommunistisch lebt, so liebevoll, dass ihr nur naturbelassene Nahrung, superreife Früchte, Gemüse und Wildkräuter und Pilze und Nüsse und so weiter esst und sonst nichts. Ja, und ich finde es auch ganz toll, dass er diesen Händlern diese ganze denaturierte Nahrung nicht abkauft, sondern euer Immunsystem so stabil haltet und dann braucht ihr mich nicht, ja? Und gesagt, getan, in der dritten Generation muss er seine Praxis, muss sein Urenkel seine Wanderpraxis schließen, weil nämlich ein anderer Früharzt aufgetaucht ist, andere Sorten von Frühärzten, nämlich weil nach dem Naturgesetz von Mutation und Selektion automatisch auch ein sich irrender Früharzt auftauchen musste und der sagt, nein, selbstverständlich könnt ihr sozusagen die denaturierte Nahrung der modernen Lebensmittelhändler essen. Das hat gar nichts mit euren Krankheiten zu tun. Außerdem finde ich es eklig, wie ihr da so viel Schmus, davon werdet ihr doch krank von diesem ganzen Körperkontakt und Sex, da werdet ihr doch alle infiziert und krank und so weiter und so weiter. Lasst das doch, das ist eklig. Widerwärtig, unkeusch und unmoralisch und so weiter. Ja, außerdem habt ihr einfach nur einen Mangel an Impfspritzen, wie in dem Bild gleich hier zu sehen. Und ihr habt alle nur einen Mangel an Tests und an Chemotherapien, Bestrahlungen, Operationen. Nur das hat euch in der gesamten Evolution gefehlt. Nur deswegen seid ihr jetzt krank. Und der hält sich also seinen Stab an Dauerpatienten, weil er sie nicht vor der krankmachenden Ernährung warnt und weil er ihnen den natürlichen Lebensstil raubt und sie die Leute werden alle konsumsüchtig und essen sich krank, werden später Alkohol und Zigaretten und Süßigkeiten süchtig und so weiter. Und so zerstört also sozusagen letztendlich zerstört so die freie Marktwirtschaft und jede Form der Marktwirtschaft, der Markt an sich zerstört also
sozusagen die Wahrheit und aufgrund seiner Irrtümer verdient er viel, kann viel eine ganze Großfamilie begründen, hier zwei Kinder, dann hier drei in der nächsten, also eine ganze Großfamilie an Medizinprofessoren begründen und diese Medizinprofessoren führen jetzt natürlich, da wir alle dem Markt vertrauen und da die Politik ja nicht verstanden hat, dass der Markt das Gefährliche ist und der Markt ein Irrtumsmultiplikator ist. Die Irrtumsgeneration übernimmt das Naturgesetz von Mutation und Selektion, aber die Multiplikation übernimmt der Markt und dadurch musste es notwendig sein, dass Kanzler Kurz sich natürlich hat verleiten lassen von den vermeintlichen Experten, in Wirklichkeit von den Irrtumsträgern, dazu Österreich zu Tode zu therapieren, ja. Und dieses und die Leute in den Krankenhäusern, die folgen halt ihren Irrtümern und ihre Irrtümer heißen lieber früher behandeln als später und so wird dann die Beatmung zu früh eingesetzt und dann gehen die Lungen unter der ständigen Sauerstoffdruck, gehen die dann kaputt, die Lungen, und dann sterben die Leute deswegen. Es wurde geredet von über 80% Sterblichkeit, während sonst bei normalen Beatmungen nur 40% Sterblichkeit sind. Also, da gäbe es also auch eine Kritik von vielen, vielen anderen Ärzten über all das. Ja. Dann wurde bei RT Deutsch auch noch gesagt, Vitamin C hätten viele gegeben. Das sei halt nicht sexy, weil man damit wahrscheinlich nicht viel verdienen kann und es ist nicht in und nicht in Mode. Aber mit Vitamin C hätte man sehr gute Ergebnisse gehabt bei Corona, sehr positive Effekte, ja, wird aber natürlich nicht massenhaft angewandt, das ist zu billig, das ist zu einfach, ne? Und dann hat man auch irgendwie die BCG, also eine wohl eine Tuberkuloseimpfung, hat man angewendet, die auch irgendwie, weil man festgestellt hat, dass irgendwie alle Länder, die sehr stark Tuberkulose geimpft sind, komischerweise mit Corona keine Probleme haben. Vielleicht gibt es da irgendeinen Zusammenhang, einen zufälligen Zusammenhang, dass dann eben auch die Anfälligkeit für das Coronavirus ein bisschen reduziert ist, ja. Und das ist aber auch nicht sexy, sowas dann zu machen, wird dann auch wieder abgelehnt. Und dann war Robert Stein zu Gast, der ja bei Nuoviso die Steinzeit macht. Und da spricht er von einem kollektiven Wahn. Das erinnert uns an die Massenpsychose, die der weißrussische Präsident geäußert hatte. Ich würde sagen, die Marktwirtschaft zeigt mal wieder ihre Giftzähne. Das ist es ganz einfach. Die Marktwirtschaft zeigt ihre Giftzähne. Und hier ist so ein Giftzahn, die Giftspritzen. Ja, jetzt drohen uns die Giftspritzen. Ne? Sorry, Schluck Wasser. Ja, und ich habe jetzt gedacht, ich mache mal wieder anlässlich dieser kleinen Sondersendung, anlässlich dieser sensationellen Rede von Kickl gegen Kurz, diesem Großangriff auf Kurz, ja, sowas in unserem Parlament leider noch nicht geschehen. Jetzt, leider ist in Deutschland die Unbeweglichkeit noch viel größer als in Österreich. Ja, also, jetzt schauen wir uns mal an. Ich dachte, ich rede heute noch mal ganz kurz, obwohl es ja viele Sendungen und viele Talks schon gibt, in denen die Zeitskala besprochen wurde. Ich mache das aber in so einem Superschnellabriss, ja. Denn die, übrigens, der Skandal mit Euromomo, ja. Ich weiß es nicht. Hier wird jetzt behauptet, das sei die 36. Woche. Das heißt, das wäre dann schon die Donnerstagerscheinung, ja? Aber komischerweise hat sich an den Zahlen gar nichts geändert. Die tun so, als hätte Schweden keinerlei neue Zahlen geändert. Denn so weit runter war die Zacke in Schweden auch schon. Es ging doch um die interessante Frage, ob dieser Todesberg hier
insgesamt mehr Tote beinhaltet als unser Spitzbergen. Spitzbergen kommt ja immer zustande, weil Corona einfach schneller sich verbreitet, vom Tempo her schneller sich verbreitet. Aber ein Virus, das sich schneller verbreitet, muss deswegen noch lange kein Killer-Virus sein, sondern ein Virus, das sich schneller verbreitet als Influenza und dann aber auch natürlich schneller wieder abstirbt. Und hier, warum fehlen hier die neuesten Daten, wo doch eine Woche Meldezeit vergangen ist? Ich habe ja gesagt, dadurch, dass Deutschland, dass das Robert-Koch-Institut hier mit diesen Statistiken verfilzt sind, kann man denen wohl auch nicht trauen. Hier fehlen eindeutig die neuesten Daten, ja? Und denn wenn die Kurve wirklich genauso schlagartig wieder runtergeht, dann ist ja der Kickl bestätigt in seinem Großangriff. Und dann ist das mit dem kollektiven Wahn ja bestätigt, denn das, was hier unter der Kurve sich abdeutet an Sterbezahlen, ist garantiert auf keinen Fall mehr als bei dieser Grippephase hier, ja? Und sozusagen die Idee jetzt, dass man doch hier hätte doch schon mit einem Shutdown diese schwedische Grippephase hätte verhindern sollen. Wozu? Die Leute leben dann ein paar Monate länger und werden von dem nächsten Windhauch, dem nächsten mittelprächtig kräftigen Virus dann dahingerafft, weil sie so viel Vorerkrankungen haben und so viel durch unseren krankmachenden marktwirtschaftlichen Lebensstil zerstörte und geschwächte Immunsysteme haben, dass sie sowieso beim nächsten Windhauch dran sind. Ja? Und warum soll ich eine ganze Volkswirtschaft ruinieren, nur um dann hier sozusagen eben diese Todeszahlen zu verhindern? Dabei verschieben die sich dann nur um ein paar Monate und dann hat man nichts gewonnen, weil oft nur eine Leidenszeit verlängert wird. Diese Menschen befinden sich doch schon in dem Zustand, dass sie eigentlich keine Lebensqualität mehr haben. Mit 5 Vorerkrankungen und sozusagen mit einem total geschwächten Immunsystem, da haben sie keine Lebensqualität mehr. Ne? Sie haben nur noch die Tatsache, dass das Ärzte ganz gut an ihnen verdienen können. Das ist die einzige Qualität, die sie noch haben. Sie haben eine Abrechnungsqualität. Ne? Ja. So, jetzt gehen wir ganz kurz zur ganz kurz die superschnell Evolutionsablauf, weil ja viele doch nicht unsere 400 Talks und Videos schauen, die ja der Sender News und Talks für Gebildete, die ja fast alle veröffentlicht hat oder wieder veröffentlicht hat. Und schauen wir es uns doch mal an. Ja, das ist ja im Moment die Befürchtung, dass die Marktwirtschaft, also dass vor der Marktwirtschaft der Mensch sich so entwickelt hat, ja, zur Hochblüte. Und jetzt wurde die Marktwirtschaft erfunden, die ja deren Chefideologe ja im Moment im Internetfernsehen Dr. Markus Krall ist mit seiner bürgerlichen Revolution und der Atlas-Initiative. Und jetzt seit der Marktwirtschaft haben wir angeblich schon 1350 Milliliter verloren. Es war tatsächlich so, dass wir, als wir Ackerbau und Viehzucht erfanden vor 10.000 Jahren, dass wir dann mickriger wurden, ja, und jetzt sind wir alle, gerade die Älteren, gebeugt, weil wir alle fehlernährt sind, mangelernährt sind, gebückt sind und irgendwann werden wir vielleicht wieder so primitiv wie die Affen sozusagen, ja. Also die Marktwirtschaft ist eventuell einfach ein ruinöses System, das auch die Intelligenz immer weiter reduziert und ruiniert, ne. Also, ich gehe mal ganz kurz vor, ja? Also, was glauben gute Naturwissenschaftler? Was halten sie für Wahrheit, weil sie die Forscher, weil sie nicht den Verdacht haben, dass die Forscher an irgendwelchen wirtschaftlichen oder an Gewinnen interessiert waren, die uns vom Urknall erzählen. Ja? Es ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass man uns belogen hat, dass man uns in die Irre geführt hat, dass man sich geirrt hat, denn wir leben im Zeitalter der Marktwirtschaft und da habe ich ja eben nachgewiesen, dass Irrtümer sich rechnen und Irrtümer sich überall ausbreiten. Aber sozusagen entscheidend ist ja, habe ich einen deutlichen Hinweis? Na,
habe ich hier einen deutlichen Hinweis, dass Geld im Spiel ist, dass es um Geld geht, dass es um darum geht, dass Ärzte sozusagen Regierungen so beraten, dass sie am Ende hinterher mehr verdienen und Ruhm ernten und hinterher dann große finanzielle Aufträge von der Pharmaindustrie bekommen und weiterhin Gelder von der Pharmaindustrie bekommen und so weiter. Da ist man dann natürlich tausendmal skeptischer als Naturwissenschaftler. Aber was wir glauben, als sozusagen ist erst einmal, dass vor etwa 4 Milliarden Jahren, ach, ich bin völlig, sorry, Schluckwasser, völlig falsch. Vor circa 13,8 Milliarden Jahren, also das bedeutet 13,8 mal 1000 mal 1 Million Jahre, legen Sie uns nicht auf irgendein paar Milliarden Jahre fest oder Millionen Jahre fest. Schätzwerte sind das alles immer noch wohl. 13,8 Milliarden Jahren, also 13,8 mal 1000 mal 1 Million Jahre, der Urknall, die Entstehung dieses Universums. Wird ja diskutiert, ob es viele andere Universum gibt. Und Hawkins hat ja wohl gesagt, dass Professor Stephen Hawking ja wohl gesagt, dass aus dem Nichts heraus das Universum entstanden ist, dass es also auch kein Vorher gab und so weiter. Und ja, und dann flogen sozusagen die Dinge und unsere Galaxie hat sich so in der Größenordnung von vor circa 10 Milliarden Jahren gebildet. Und dann vor circa Größenordnung 5 Milliarden Jahren unser Sonnensystem mit Sonne, Mond und Erde und den anderen Planeten unseres Sonnensystems. Und vor circa 4 bis 3 Milliarden entstand DNS, also oder die Vorläufer davon, Desoxyribonukleinsäure. Und das war dann der große Ungleichheitsgenerator. Also jetzt kam die Ungleichheit in die Welt. Die DNS produziert ständig über Mutationen, über später dann bei Mehrzellern und so weiter und bei uns dann über Neukombination, Crossing Overs, über Neukombination, Rekombination, ständig genetische Ungleichheiten. Ständig werden Leute erzeugt mit größeren Gehirnen, kleineren Gehirnen, längeren Beinen, kürzeren Beinen. Da, also alles ist ein Ungleichheitsgenerator. Also die Welt des Lebendigen ist, Ungleichheiten werden produziert und dann greift die Selektion an und unter diesen vielen Ungleichen überleben diejenigen, die am besten in eine ökologische Nische passen sozusagen. Ja, also ganz schlechte Nachricht für alle Gleichheitswahnsinnigen sozusagen. Ungleichheit ist das Thema der Evolution. Ja, und dann ging es weiter machen wir einen Riesensprung von vor 4 bis 3000 mal 1 Million Jahre auf 65 mal 1 Million Jahre. Da war das Zeitalter dieser riesigen Dinosaurier, Jurassic Park, Tyrannosaurus Rex und die Raptoren und so weiter. Und da kam angeblich ein großer Kometen- oder Meteoriteneinschlag und brachte all die, die Dinosaurier so nach und nach zum Verschwinden, zumindest in einer zeitlichen Korrelation, einem zeitlichen Nähe sozusagen, starben die großen Dinosaurier aus. Angeblich wurden ja aus den kleinen die Vögel sozusagen, oder dass die heutigen Vögel sind die einzigen übrig gebliebenen Nachfahren angeblich der Dinosaurier. Keine Ahnung, Schluck Wasser, sorry. Ja, und dann sozusagen unsere, hier müsste man eigentlich weiterzeichnen, vor 65 Millionen Jahren gab es schon länger kleine Säugetiere
Und diese kleinen Säugetiere, mausartig, springhörnchenartig und so weiter, davon begannen auch einige auf den Bäumen rumzuwandern. Und auf den Bäumen rumwandern geht natürlich besser, wenn man Greifhände hat, hier wie Affen ähnliche, und Greiffüße hat. Und so sozusagen sahen wir dann eben vor etwa 14 Millionen, also jetzt so beziehe ich mich ein bisschen, der gehört nicht zu den Next Scientists for Future.de, Professor Friedemann Schrenk zum Beispiel auch im ZDF, Terra X, die ersten Menschen 1 und 2, also beim ZDF glaube ich überall noch nachschaubar. Da vor 14 Millionen Jahren erinnern die Menschen eigentlich, die Frühmenschen, die Frühstmenschen oder Vormenschen, müsste man genau genommen sagen, die Vormenschen noch an eher an Gorilla-artige, also nicht so sehr an Schimpansenartige, sondern Gorilla-artige, also auch noch mit kräftigen, großen Eckzähnen für potenzielle Rivalenkämpfe. Schluck Wasser, sorry. Und ist es sozusagen so, dass diese Gorilla-artigen, die man hier dazwischen zeichnen müsste eigentlich, mit ihren großen Eckzähnen immer noch gewaltsam auch gegen andere Männer vorgingen und so weiter und dann den Rivalenkampf und so und dann auch neue Frauen eroberten quasi so. So ähnlich wie ein Gorilla, der dann zum Beispiel mit Trommeln auf die Brust, so wie King Kong sozusagen, und dann mit Androhung seiner Eckzähne, also andere Rivalen von seinem Frauenharem freihält. Vielleicht haben wir dann auch eher haremsartig gelebt, die Vormenschen und so weiter. Und dann haben wir, jetzt waren wir bei circa 14 Millionen Jahren, da muss irgendwann kam dann wohl auch die genetische Trennung in der Größenordnung vor 8 bis 6 Millionen Jahren, wohl die genetische Trennung von den Bonobos, den Schimpansen und Gorillas und den Orang-Utans sozusagen und wahrscheinlich oder von manchen früher, von manchen später sozusagen. Und und dann verloren wir, also unsere, die Vormenschen vor 4 Millionen Jahren allerspätestens, Professor Friedemann Schrenk nennt eigentlich frühere Zahlen, aber ich gehe mal auf Nummer sicher, allerspätestens vor 4 Millionen Jahren, und zwar da müsste eigentlich schon die Entwicklung Richtung aufrechten Gang auch schon im Gange gewesen sein, das heißt also auch der Gang von den Bäumen Richtung Savanne, ja, müsste schon gewesen sein. Und und dann dieses Verlieren der Eckzähne deutet an, dass ein ganz anderes Fortpflanzungssystem sich evoluiert hatte, nämlich ein nicht mehr auf Rivalenkampf und Eifersucht basiertes Fortpflanzungssystem, sondern auf Kommunenleben, also ein kommunistisches System, also mit höchster Sozialität, also ein hochsozialistisches, kommunistisches Leben. Man könnte auch von Gruppenehe sprechen sozusagen, mit nicht mehr vorhandenen Eckzähnen, keinem Rivalenkampf. Mit Gorillas haben winzige Geschlechtsorgane. Bonobos zum Beispiel haben wie wir Menschen riesige Geschlechtsorgane, weil jetzt dann der Rivalenkampf sozusagen, der Schaukampf des Rivalenkampfes wurde beendet und verlagert in den Unterleib der Weibchen, der Frauen sozusagen, wo es dann um Spermakonkurrenz geht, deswegen große Geschlechtsorgane, viele Spermienarmeen losschicken zu können, Krieg der Spermien findet im Unterleib statt, die Frauen haben den Orgasmus-Ansaugreflex bekommen, womit sie den Spermienarmeen der größten Schenker in der Kommune, der größten schenkenden Männer in der Kommune, denen einen Vorsprung verschaffen können, auf dem Weg zur Eizelle sozusagen. Und also wir haben größere Geschlechtsorgane, Spermakonkurrenz und Orgasmus-Ansaugreflex evoluiert nach und nach. Und dann noch vor 2 Millionen Jahren sagt Professor Richard Wrangham, spätestens dann wohl der Körpergrößenunterschied weitgehend verschwand. In
auf den Südseeinseln, also von, nur noch von 1,09 zu 1, also dass die Männer nur noch geringfügig größer sind als die Frauen, während ja beim Gorilla der Mann ungefähr noch den Faktor zweimal so groß war wie die Frauen, für den Rivalenkampf eben geeignet, sodass wir dann die letzten Rivalenkampfeigenschaften verloren haben, und das alles lange bevor irgendwelche Waffen ins Spiel gekommen sein konnten, weil erst vor 2,5 Millionen Jahren zu Zeiten des Homo habilis dann die Steinmesser und Steinhämmer sozusagen überhaupt erfunden wurden. Und sozusagen, und aber da war dann wohl das kommunistische Leben schon in der Vollblüte, also die urmatriarchale, urkommunistisch, ursozialistische Lebensweise sozusagen. Und dann waren wir sozusagen vor 400.000 Jahren, also wir hatten dann das Fell, haben wir wohl irgendwann wahrscheinlich vor 1,7 Millionen Jahren zu Zeiten des Homo erectus, der vielleicht ungefähr vor 2 Millionen Jahren begann. Das ist ja nur eine Namensbenennung, aber und dann irgendwann den Fellverlust, sodass wir in der Savanne besser joggen konnten, schneller joggen konnten und so weiter. Und die Gehirnevolution, ja, bis vor 400.000 Jahren war die Gehirnevolution, also beim späten Homo erectus, wohl schon auf sozusagen, ja, ich schätze mal so mindestens so 1,2 Liter Hubraum im Gehirn sozusagen, Intelligenz also gestiegen, weil eben die manipulativen freien Hände, die jetzt ja auch durch die Zweifüßigkeit auch noch mal freier geworden waren, alles Mögliche technisch zu manipulieren sozusagen, weil dann natürlich das Gehirn noch weiter wachsen kann, weil Gehirn kann immer nur wachsen, wenn es durch Hände in Ressourcengewinne, also in Futtergewinne umgesetzt werden kann, während eine Kuh kein größeres Gehirn gebrauchen kann. Und deswegen sterben Mutanten mit einem größeren Gehirn immer wieder aus, weil sie kann mit den Hufen keine Werkzeuge herstellen, keine Geräte zur Nahrungsbeschaffung herstellen und kann dadurch mit einem größeren Gehirn, das ist nur eine Last, und deswegen evoluiert eine Kuh kein größeres und kein leistungsfähigeres Gehirn, ne? Sozusagen. Und wir hatten dann diese 1500, dann vor 400.000 Jahren haben wir den freien Markt, die Marktwirtschaft erfunden, den Tauschhandel. Irgendwann später, also die Beweise von Friedemann Schrenk, Professor Friedemann Schrenk, sprechen davor, dass der Fernhandel mit Sicherheit vor 140.000 Jahren erfunden wurde. Ich vermute, da der Nahhandel wesentlich früher erfunden worden sein dürfte, dass er irgendwann zwischen 400 und 300.000 Jahren begründet wurde und dass wir dann erfunden wurde und dass wir eben sozusagen Schluck Wasser. Ja, dann vor 300.000 Jahren fangen wir ja an heutzutage vom Homo sapiens zu sprechen, den hätte man aber besser den Homo mercator oder mercantilis nennen können, den Handeltreibenden oder den Händler, der Händlermensch sozusagen nennen sollen. Denn das könnte der eigentliche Punkt sein, dass das Gen FOXP2 aufkam, dass also sprachlich differenziertes Verhandeln, also so irgendwann zu Zeiten des späten Homo erectus, wurden dann die Möglichkeit, gab es die genetische Möglichkeit für das Erzählen erfundener Geschichten, also auch von Irrtumsgeschichten, von Irrtümern, die konnten erzählt werden, also Geschichten, die erfunden waren, Fantasiegeschichten und so weiter. Und dadurch gab es die Möglichkeit der Manipulation der Gruppen im Sinne der Händler, wie ich es ja eben schon geschildert habe, durch die Marktwirtschaft. Dies konnten sich die gewinnbringenden Irrtümer evoluieren, ganze gewinnbringende Märchen konnten sich evoluieren, Mythen und Sagen, gewinnbringende Mythen und Sagen konnten sich evoluieren. Also lauter Irrtumsgeschichten, die also den Händlern dienten, den Frühärzten, den Frühhändlern und so weiter. Ja?
und Hinweise für dafür, dass also die Frühärzte können wahrscheinlich frühestens so ab vor 170.000 Jahren sich evoluiert haben. Ne? Und dann hat sich wohl das Gehirn, also trotz des Marktes war die Schädigung noch so gering, dass wir eine weitere Gehirnzunahme verzeichnen konnten, bis weil die Schädigung noch nicht so groß war, weil der Markt noch nicht so voll zugeschlagen hatte, ja, die Marktwirtschaft. Und dadurch konnten wir noch, das Gehirn konnte sich noch weiter evoluieren bis 1500 Milliliter, hier das Maximum. Und wir müssen da auch so vor 40.000 Jahren von großen, schlanken, so wie in Afrika, die Maasai, manchmal heute noch, große, schlanke, hochintelligente, elegante, schlanke Menschen sozusagen mit einem großen Gehirn von 1500 Milliliter und so weiter vor 40.000 Jahren. Und dann muss dann die Marktwirtschaft langsam immer schädlicher geworden sein, die Degeneration der Menschheit sichtbarer geworden sein, dass wir sozusagen bis heute 150 Milliliter Gehirnvolumen verloren haben, also auf 1350 Milliliter geschrumpft haben. Vor 10.000 Jahren, manche sagen etwas früher schon, ist wohl aber dann im Wesentlichen Ackerbau und Viehzucht erfunden worden. Dadurch wurde die Massennahrung der Frühhändler noch giftiger, noch schädlicher, noch vitaminärmer, noch einseitiger. Ja, weil jetzt auch dieser monokulturelle Anbau begann und all dieser Wahnsinn, ja, diese ganze moderne Landwirtschaft begann, und dadurch wurden wir so mickrig und so schlecht ernährt und so fehlernährt, dass wir körperlich schlagartig kleiner wurden, die großen Seuchen begannen und so weiter, und dadurch wurden wir immer sozusagen immer krankheitsanfälliger, mickriger. Und die Gehirnevolution ging eben immer weiter Richtung heutige 1350, nur 1350 Milliliter. Und heute gehen aufgrund der Fehlernährung und der Osteoporose viele schon wieder gebückt und gekrümmt und schleichen nur noch dahin und so weiter. Meine schlimmste Befürchtung ist ja, dass die Marktwirtschaft uns eventuell nicht mehr rauslässt, weil wir alle, die Menschheit wird immer dümmer und so weiter, und alle, überall laufen solche Fehlevolutionsprozesse wie das jetzt eben, ja, eine Irrtumsmedizinindustrie, die Staaten dominiert, und wie hab ich vorhin gesagt, was waren die Stichworte, die gesagt wurde, kollektive Wahnerscheinungen auslöst, der weißrussische Präsident Massenpsychosen auslöst, sozusagen Österreich zu Tode therapiert wurde, Menschen zu Tode therapiert wurden, dadurch die Sterbezahlen hochgehen. Also das heißt, auch die schwedischen Zahlen können ja auch sehr gut auch eben durch die auch in Schweden sicherlich nicht unübliche Übertherapie können ja auch diese schwedische Spitze kann ja ihre Höhe auch gerade durch die Übertherapie bekommen haben, ja, weil eben durch Corona sozusagen schon auch mehr Menschen als sonst in die Hände der Ärzte geraten sind und dann mit ihrer Irrtumstendenz zur Übertherapie natürlich auch übermäßig viele Menschen gestorben sein können. Also wir wissen eigentlich gar nichts. Wir wissen ja auch gar nicht, ob diese Daten nicht alle gefälscht sind. Wir wissen leider gar nichts, ja. Das bedeutet also letztendlich, ja, also die Frage ist es einfach so, dass Leben einfach immer in eine Leitspirale kommen muss? Also dadurch, dass Leben automatisch irgendwann aufrechten Gang, freie Hände, also überhaupt Hände auf Bäumen entwickelt. Hände sind potenzielle Werkzeuggestalter, ja, und dass dadurch dann die Gehirne wachsen können, und dann, wenn die Gehirne gewachsen sind, wird die Marktwirtschaft erfunden, und die Marktwirtschaft ist die tödliche Falle, in der sich das dann fängt, und dann degeneriert also sozusagen die Mensch jeweils immer wieder dieses Lebewesen mit den Händen, mit der große
also große Gehirne haben zur Voraussetzung technisch manipulieren könnende Hände sozusagen. Ohne die gibt es keine größere Gehirnentwicklung, kann es nicht geben, keine leistungsfähigeren Gehirne, weil die sich sonst nicht rechnen. Also erst die Hände können die Denkleistung umsetzen in Nahrung, ja. Und dass jedes Mal dann sich Leben im Universum immer wieder in dieser Spirale fängt, das würde auch bedeuten, dass es keine Außerirdischen geben könnte, weil die auf jedem Planeten eventuell im Universum immer das Gleiche geschieht. In der Falle der Marktwirtschaft degenerieren die und schaffen es gar nicht, ihr eigenes Sonnensystem überhaupt raumschiffmäßig zu verlassen, wie auch wir ja weit davon entfernt sind, wirklich unser Sonnensystem ernsthaft verlassen zu können. Wir haben es ja noch nicht mal bis zum Mars geschafft mit Menschen, und der liegt gerade in der unmittelbaren Nachbarschaft. Also das heißt, Außerirdische aus anderen Sonnensystemen, aus anderen Galaxien oder aus anderen Teilen unserer Galaxie, der Milchstraße, wird es wohl nie gegeben haben, denn wahrscheinlich ist es auf jedem Planeten zu dieser Sackgasse Marktwirtschaft gekommen. Und ich finde es halt spannend, ob die Menschheit einfach schon zu dumm ist mit den 1350 Milliliter Gehirnvolumen, dass sie das Angebot der Next Scientists for Future.de nicht annehmen kann, so wie die Fridays for Future dafür offensichtlich möglicherweise nicht intelligent genug sind, nämlich dass eben sozusagen die Illusion haben, wir appellieren doch einfach mal an die politische Welt, die soll das machen, und also quasi so die Aufforderung, liebe politische Welt, wir mahnen an, tut was bei der Klimakrise, werdet doch jetzt einfach mal intelligenter, bekommt doch alle jetzt mal ein sozusagen, bekommt doch jetzt alle mal ein, wo bin ich, wieder ein 1500 Milliliter Gehirn und löst dann dieses Problem sozusagen Pustekuchen. Das geht so nicht. Ja? Also die können nicht einfach intelligenter werden, nur weil irgendwelche Schüler irgendwelche Forderungen stellen. Ja? Sondern wir haben in der Welt nur diese 24 Professoren und Doktoren und so weiter, des Weltrates der Weisen und die dazugehörigen Arbeitskreis der Next Scientists for Future.de im Internet, ja. Und wir haben nur diese 24, und die sind die einzigen, die verstehen, wie man die Marktwirtschaft so beenden kann, dass man dabei ein Wirtschaftswunder erzeugt und dabei dann auch das Klimaproblem in den Griff kriegen kann und ein riesiges, dauerhaftes Wirtschaftswunder erzeugen kann und die ganze Welt sanieren können, ja. Also ja, so viel, das war der Kurzabriss, und ja, am Anfang stand eben heute die sensationelle Rede von Herbert, glaube ich heißt er, Herbert Kickl, früherer Innenminister von Österreich, mit seinem Großangriff im Parlament auf Bundeskanzler Kurz, anlässlich dessen, dass Schweden allen bewiesen hat, dass all diese Maßnahmen völlig überflüssig, total schädlich, mit eigener Sterblichkeit und unendlich ruinös für die entsprechenden Länder sind. Und das zeigt einfach nur, wie gefährlich der freie Markt des Dr. Markus Krall ist. Die freie Marktwirtschaft, die Marktwirtschaft generell. Ja, und damit endet unsere heutige kleine erste Sondersendung der Wissenschaftlichen Tagesschau heute. Bis später.